Moin, hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Das Wetter ist wieder furchtbar und Chili hat schon wieder einen schweren Zusammenbruch. Das ist natürlich nicht so toll. Was ist mit Chili los? Chili schläft eigentlich gerade. Was ist mit dir los? Depressiv. Ja, depressiv kriege ich nicht weg. Leichte Schmerzen hast du. Wieso hast du leichte Schmerzen? Du bist durchnässt. Ja gut, du hast im Regen gearbeitet. Wahrscheinlich musste Ara... Was? Musste Ara zurückweisen? Jemand, den ich nicht leiden kann, versuchte mit mir zu flirten. Ohne Tisch gegessen. Wie ohne Tisch gegessen? Wo hast du denn gegessen? Was ist denn schon wieder los hier? Versteckte Gegenstände? Achso. Sonneneruption. Jetzt geht schon wieder das volle Programm los hier. Okay. Die Tiere haben noch zu futtern. Ich habe alles mit umgeräumt. Wir haben hier keinen Platz mehr. Das ist schlecht. Das heißt, wir können jetzt alles Nahrungstechnische nicht mehr einlagern. Das ist ein Problem. Das ist zwar gut auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite wieder schlecht. Kann ich denn noch das Gebiet erweitern? Die Zone erweitern. Wo haben wir es denn? Da. Gehege, Gebiet verwalten? Nee. Lagerzone. Hier, dass die vergrößern. So, dann mach das mal bis vorne hin. Dann kann man dann was einlagern. Und jetzt muss ich gucken, dass wir noch was kochen. Aufgaben. 200 Mahlzeiten hast du gekocht. Dörrfleisch hast du auch schon mehr gemacht als gedacht. Dass ich das nicht gedrückt halten kann hier, ne? Kann ich das nicht eingeben? Nee. Details. Doch hier. Ha. Kann ich sogar eingeben. Viel angenehmer. Nee, mach 500 draus. 500. Kriegen wir das hin? Wahrscheinlich nicht. Schließen. Okay. Da müsste Madeleine noch was kochen. Wie sieht es denn mit Madeleine aus hier? Körper. Oder alles bearbeitet. Ah, hier wurde es ja verprügelt und gedingst. Du hast echt übelst ge gelitten hier. Du hast echt ganz schön was auf die Mütze gekriegt. So. Alpaka haben wir ja auch zwei. Wie viele Tiere haben wir eigentlich insgesamt? Fünf. Okay. Fünf Tiere haben wir. Chili hat zwei Tiere, sogar ein Alpaka und ein Dromedar, okay. Du gehst hier auch aufs Heimatgebiet. Okay. Was kannst du noch lernen? Und ansonsten. Wir haben fünf Tiere, wir haben fünf Gehegedinger, Schlafplätze, das passt, okay. Versteckte Gegenstände wären ganz toll, aber mache ich jetzt nicht. An Friedensgespräche habe ich fast keine Zeit mehr, ne? Warte mal. Die Weltgeschichte. Friedensgespräche. 7,3 Tage habe ich noch Zeit. Da müsste ich gucken, wer ist denn von euch hier derjenige, der am besten verhandeln kann, sozial. Zwei. Zwei. Drei. Gar nicht. Eins. Chili hat das. Und Bray auch nicht. Er muss Chili nochmal los mit Gil. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir probieren das nochmal. Wir müssen dahin. Wir müssen eine Dingens fertig machen. Eine Karawane. Und zwar Gil geht nochmal los und Chili muss nochmal los. Bleibt nichts anderes übrig, ne? Wobei, wie weit habe ich denn? Warte mal. Wie weit habe ich denn Ding schon überzeugt? Kann ich das sehen? Nee, ne? Bist sehr hungrig. Chili müsste sich eigentlich darum kümmern. Welch schläft gerade. Die schlafen beide. Kann das noch jemand anders machen? Ist kein Aufseher. Nur Welch ist Aufseher, ne? Schläft aber auch gerade. Das ist jetzt doof. Wie sieht das bei Welch aus? Du bist auch eine Nachteule. Ihr seid beide Nachteulen. Muss Chili machen. Essen bringen. Muss ihm Essen bringen. Das kann kein anderer. Musst du leider aufstehen. Ja, weil aufstehen muss, ist das jetzt mal ein Zusammenbruch wieder, ne?
geht gerade nicht anders. Wenn ich jetzt Nico noch überzeugen könnte und wir es dann noch zur Verhandlung schaffen könnten, wäre das super. Dann würde ich Nico nämlich sofort losschicken. Achso, ich kann ja mal wieder auf volle Pulle drehen hier. Dass alles ein bisschen schneller geht. So. Mach ich mal was zu essen? Ah, der schläft gerade. Sonnenfinsternis. Ich kann jetzt mit ihm nicht mehr reden, weil er schlafen gegangen ist. Der braucht richtig, richtig Essen, ne? Beengte Umgebung, unansichtlich im Gefängnis, abscheuliche Gefängniszelle ohne Tisch gegessen. Ist mega hungrig. Ich hoffe, der steht auf, dass er noch was isst dann hier. Das ist jetzt ein bisschen doof. Kann ich Madeleine eigentlich nochmal behandeln? Nee, ne? Stichnarbe? Nee, ist alles behandelt. Das muss einfach abheilen. Das geht nicht anders. Tja. Jetzt schläft sie im Krankenbett. Okay, kann ich... Welch, kannst du sie nochmal behandeln? Nee. Okay. Ja, und Nico pennt sich jetzt durch hier, ne? Ich hoffe nur, dass der mir nicht drauf geht hier. Das fehlt mir gerade noch. Der hat keine Nahrung mehr. Der ist total verhungern hier. Stimmung geht im Keller. Ruhe. Aber er hat gleich ausgepennt. Okay. Natur. Die Natur ruft oder was? Aber wir haben auch kein Klo da drin, ne? Ich frage mich, wie die auf Klo gehen. Gute Frage. Keine Ahnung. Tja, der pennt jetzt hier. Da kann ich nichts machen. Ich muss Chili nochmal durchschicken. Jetzt hat er gegessen, glaube ich, ne? Ja, jetzt hat er gegessen, okay. Chili, kannst du mit ihm nochmal reden? Erstmal reinigen und dann. Achso, Nick Welch redet schon mit ihm. Auf 0,4 runter, sehr gut. Kannst du Chili nochmal zum überreden? Nee, ich kann ihn nur aus. Okay, man kann ihn nur einmal am Tag bequatschen. Okay, von 1 auf 0,4 ist schon nicht schlecht. Das heißt, er könnte morgen schon soweit sein. Ich brauche aber, glaube ich, 6 Tage bis dahin, ne? Oder wie weit ist die Strecke? Landeszeit 6,8. Nee, ich muss, glaube ich, mit Dingens, mit Chili dahin gehen. Karawane erstellen. Gucken wir mal. Gil. Und Chili. Und Gegenstände, ihr braucht auf jeden Fall Pemikan. Gucken wir mal, wie viel braucht ihr denn da? Tagesration. Für 6 Tage, wenn ihr das ganze Pemikan mitnehmt. Okay, Route wählen, ihr müsst dahin. 0,7 Tage, okay, das wird nicht so lange dauern. Gesamte Zeit 0,7. Dann werde ich das mit Dings probieren. Dann machen wir Abbruch und dann werde ich das mit Nico probieren. Den werde ich morgen überzeugen müssen und dann schicke ich ihn direkt auf Mission hier. Der muss für uns das machen. So, wie sieht das hier aus? Das läuft schon mal ganz gut. Ich muss hier nochmal ein paar Gräber ausheben, weil für den Fall der Fälle. Und zwar muss ich, wo muss ich denn diverses, ne? Hier. Da und da. Da geht nicht. Ist natürlich direkt vor dem. Ist natürlich auch super, ne? Direkt vor dem Windrad hier. Ist auch nicht gerade das Gelbe von mir, aber naja. Das hätte ich weiter hier drüben platzieren müssen, aber da hinten kann ich eh nichts bauen. Großartig, dann ist auch egal. Baumwolle ist verrottet. Wie Baumwolle ist verrottet? Hier draußen, oder was? Die Erdbeeren sehen wieder gesund aus. Okay. Da hat sich ja doch einer an die Arbeit gemacht, wa? Widerstand ist auf 0,0, Stimmung ist zu niedrig. Nico ist noch nicht da. Der hat sozial 14, der wäre total krass. Er ist hungrig, okay, dann braucht er auf jeden Fall was zu essen. Wer kümmert sich denn darum? Keiner? Welch kümmert sich darum, alles klar. So, was ist das zu füttern? Dann muss ich dich morgen überzeugen, oder? Friedensgespräche sind verdammt wichtig. Komm schon. 2, 4, 6, 7 Leute haben wir. Wenn du noch dazu kommst, wären wir zu 8. Das wäre schon mal ziemlich abgefahren. Dann hätten wir zumindest schon ein bisschen was geschafft. Dann hätte ich tatsächlich mal 2 Leute überzeugt, hier unserem Clan beizutreten.
Das habe ich bei den letzten Spielen nie gemacht oder nie geschafft oder mich nicht darum gekümmert. Eine Durchreise, okay. Wo reisen die denn durch? Da hinten. Draußen weiß, alles klar. Sonnenfest ist vorbei. Chili redet gerade nochmal. Game macht sauber. Sehr gut. Finde ich gut. Anwerbung fehlgeschlagen, 80% Chance. Stimmung ist zu niedrig. Okay. Ja, die Stimmung muss über Dingen sein. Stimmung ist 41%. Stimmung zeigt an, wie glücklich oder gestresst jemand ist. Wenn sie zu tief sinkt, kann die Person einen Nervenzusammenbruch erleiden. Abhängig davon, wie niedrig die Stimmung ist, versteckt sie sich über einen Tag in ihrem Zimmer oder verfällt in einen Blutrausch. Ja, die Stimmung steigt langsam. Also wenn ich die noch ein bisschen höher kriege, wäre das natürlich toll. Aber naja, Chili ist schon wieder genervt. Was hast du schon wieder für ein Problem? Depressivtag, leichter Erholungsmangel. Das ist mal ein bisschen... Wir sind entspannt in Chili, ne? Chili, du machst uns mal hier... wo hab ich denn... Hier. Macht er das nicht? Macht er nicht. Kann ich nicht auswählen, warum nicht? Macht er das automatisch? Ich weiß es nicht. Tja, er chillt gerade ein bisschen, jetzt zumindest ein bisschen. Nico pennt sich an. Nico müsste jetzt langsam mal zu uns kommen. Hier, ich will endlich mal die Friedensgespräche schon start kriegen. Das Angebot läuft nämlich bald ab und wenn wir das nicht annehmen, dann werden die, glaube ich, sauer werden. Hemden habe ich auch ohne Ende, alter Schwede. Ach ja. Ich hoffe, das haut mir Nico hin hier. Ah, der hat noch Essen gekriegt jetzt? Okay. Den macht noch sauber. Finde ich ganz gut. Ich bin überlegen, ob ich die Batterie nochmal separat abklemme oder sowas hier, dass ich dann so ein Backup-System habe. Das Problem in der ganzen Geschichte ist, dass die auch in die Luft gehen können. Das wäre nicht so toll. Da muss ich dann nochmal schauen. Tja, viel ist gerade nicht los. Nico steht da. Chili ist noch am Basteln. Ich hoffe ja nicht mal, dass Nico jetzt hier zu uns überläuft. Wird Zeit, Nico. Hm? Ray ist schon zu uns übergelaufen. Was sagst du dazu? Stimmung zu niedrig. Oh oh. Das Alpaka hier oben ist amok gelaufen. Das heißt, wir müssen alle auf Gefechtsstation. Warum das eigentlich immer hier, Ara kann nicht kämpfen, Ara bleibt hier. Ihr geht mal nach hinten. Du gehst nach vorne. Du gehst dahin. Wo ist es? Ist es eine Falle gelaufen? Nein. Okay, das war's. Alpaka ist tot, ja. Können wir direkt verarbeiten hier. Direkt verarbeiten. Habe ich hier eigentlich noch was im Dingens? Aufgaben? Ja, habe ich, kann ich noch. Okay, jetzt müssen erstmal alle was essen. Okay. Ja, es wird doch ein bisschen eng hier. Ich muss den Raum, glaube ich, doch nochmal umbauen hier. Wie viele Tage habe ich jetzt noch Zeit? Ich muss mal gerade gucken auf der Welt noch. Ich habe 5,5 Tage. Also wenn Nico jetzt nicht langsam sich überzeugen lässt, dann... Fraktion Vereinigung von Itantminlia hat sich von minus 50 zu minus 60 erhöht. Das ist natürlich nicht so toll. Welche... Achso, das nicht... Welche Vereinigung ist denn das hier? Die Macker von Tal, achso, die Macker von Tal sind, das ist ein anderer, okay. Wenn die noch höher werden, also bei minus 80 oder sowas, dann wird es richtig böse, glaube ich. Dann greifen die nämlich die ganze Zeit ununterbrochen an. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr absichern hier. Welch versprach Nico Solidarität und was?
Solidarität und fragte, ob er mitmachen will. Die Kuh hat angenommen und tritt der Gemeinschaft bei. Endlich. Endlich, endlich. So, Nico, du hast jetzt. Wie sieht das inventartechnisch aus? Alles gut? Was bist du denn nochmal? Fernkampf, Nahkampf. Dann kriegt Nico die hier. Die Waffe. Kannst auch Klamotten wechseln. Okay, was essen kannst du jetzt auch. Und dann schicke ich dich auch gleich auf Mission. Was machst du denn gerade da? Versuchst gerade Freundschaft zu schließen? Okay. Ach, trainieren. Okay. So, okay, jetzt können wir zur Welt gehen und dann hier weitermachen. Ich würde aber sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.